Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Red Dead Redemption 2. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr an eine gratis Waffe kommt. Und zusätzlich könnt ihr nochmal ordentlich Schmuck und Geld absahen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Begibt euch zuerst zu dieser Location. Seid ihr hier angekommen, steht ihr nun vor einem Haus. Jetzt könnt ihr euch hineinbegeben. Hier werdet ihr eine alte Frau finden, die mit euch redet. Diese möchte, dass ihr euch in den Keller begibt und dort etwas hinlegt. Seid ihr nun im Keller angekommen, wird die Frau schon nach wenigen Sekunden anfangen zu pöbeln. Ihr findet jetzt hier auf dem Tisch die halbautomatische Flinte. Diese müsst ihr nur einmal reinigen und dann könnt ihr sie schon wieder nutzen. Geht ihr nun hoch, lootet erstmal die ganze Hütte leer. Jetzt wird euch auffallen, dass euch die Frau anfängt zu drohen. Die droht euch mit ihrem Söhnen. Hier ist es wichtig, der Frau nichts anzutun. Lasst sie einfach. Geht aus dem Haus raus und kommt nach wenigen Tagen wieder zurück. Und dann wird Folgendes passieren. Ihre Söhne sind da. Nachdem ihr jeden von denen abgeknallt habt, könnt ihr wieder ins Haus rein und noch einmal looten. Übrigens, wenn ihr die Leichen plündert, hat jeder von denen jede Menge Schmuck dabei. Genauso befindet sich auch im Haus jede Menge Schmuck. Ich hoffe doch, dass mein Video euch gefallen hat und wenn es so war, lasst doch ein Abo da, damit ihr in Zukunft auch keine weiteren Guides verpasst. Haut da rein, die Sign.